So, jetzt wird das hoffentlich mal eine reine Farmfolge hier. Ja, eine, wo wir nicht sofort tot umfallen, weil wir überrannt werden von irgendwelchen Spacken. Also ich komme jetzt nicht drauf. Wenn da unten eine Kreischerin ist, dann soll die da halt über Nacht rumhängen oder so. Das nee, das ist auch alles gut. Ich habe zwei Reihen fast Spikes. Ich brauche jetzt nur wieder Beton. Das ist ausgegangen. Eigentlich müsste ich ja dem Gravel folgen. Ne? Das Dumme ist, der Gravel ist genau unter unserem Haus. Und genau da will ich eigentlich nicht graben. Du musst eine Richtung weg, damit unser Haus nicht integritätsmäßig gestört wird. Ja, ich weiß, ich pflaster das jetzt auch unten wieder mit Woodframes zu. Aber wir haben einen riesigen Gravel-Vorkommen genau unter unserem Haus. Ne? Und genau da wären die Ressourcen. Aber es ist leider genau die falsche Richtung. Ich wollte nämlich eigentlich vom Haus weg. Aber hier ist richtig viel Gravel irgendwie so. Ich habe da jetzt schon so 10 Blocks weggeschüttet. Stehen jetzt wieder Woodframes drin. Ich glaube, habe ich. Wenn man die Wände mit Stahl upgradet, halten die dann den Stonecrusher im Stand? Wahrscheinlich nur halten bedingt, die dann, dann halten bedingt. Die wahrscheinlich 10 Schläge aus, statt 3 Schläge oder sowas wahrscheinlich. Ja, ich mal. Also die sind schon bösartig, die Jungs. Die machen halt irre viel Schaden, die Dinger. Das ist ihr Job, ja. Aber dafür gingen die... Den machen sie auch gut. Dafür fallen die recht fix um, ne? Ja, Gott sei Dank. Erstmal so viel Stahl haben, ja, das ist natürlich noch die andere Sache, ne? Bring dir mal ein paar Bilder in die Mini. Ich müsste dafür auch erstmal was gegessen haben, richtig. Ich habe ja auch nichts gegessen. An ihm müsste ich erst essen und dann ein Gedicht, Mining. Ein Gedicht. Gedicht. Das kam gerade ein Gedicht rein. Da steht Gedicht. So, genau. Der Welt tut sich durch die Erde graben, damit sie wieder Steine haben. So arbeitet er im Dunkeln und wirft. Wird nicht mit den Zombies munkeln. Nee, genau. So unterhöht er schnell den Berg und. Verdammt, jetzt kann ich nicht mehr lesen. Ich dachte fast, er wäre der Zwerg. Dankeschön. Naja, wenn ich mehr Essen hätte, dann würde ich mich jetzt hier sogar beim Bergbau erholen können. Ne? Okay. So, mal gucken, wie weit wir weg sind jetzt schon hier. Bist du im Haus? Ich bin im Haus, ja. Kannst du mal irgendwie 5-6 Forged Iron herschmeißen oder sowas? Damit ich meine Sekunde. Axt gleich mal reparieren kann, wenn ich 5-6 Forged Iron, das jawohl, kein Problem. Wo bist du? Unten. Tief unten. Ich komme dann hoch gleich und muss eh dann was essen. Ich bin tief unter unserem Haus. Ey, dann tue ich es unten unter der Waffenkiste, ist es. Ja, okay. Mhm. Dankeschön. Wenn Astrak soll Essen und Trinken bringen, ich gehe gleich eben selber hoch und dann hole ich mir Essen und Trinken. Wie kein Ton. Doch, Ton ist... So. Achso, das kannst du jetzt ja nicht hören, wenn du keinen Ton hast. Wie kein Ton. Ja, für mich ist gerade durch die ganze Anstrengung schwer, sozusagen immer wieder auf den Chat zu schauen. Normal dann irgendwie hupen. Ich muss auch nochmal meinen Mods ins extra Signal. Ich weiß, bin ich im Verzug. Im Moment ist alles so ein bisschen im Verzug, alles schwierig. Arbeit. Ihr wisst ja, was los ist. Aber Well ist ja sozusagen auch ein bisschen nachsichtig, Gott sei Dank. Ja, wie gesagt, beide berufstätig. Astrak ist heute hier, ist um, wann mal, 17.35 Uhr ins TS gehetzt. Und, ja, ich bin gerade nach Hause. Ich sagte, ja, komm, dann mach ruhiger, dann fangen wir halt erst eine Viertelstunde später an oder eine halbe oder sowas. Ja, nee, das ist so. Also, Astrak nimmt sich das wirklich schon zu Herzen und versucht das auch irgendwie immer alles. Für euch. Genau, aber es, ne? So. Nanu, kann ich denn nicht aufstehen? Ich kann nicht mehr aufstehen. Klemmt meine Steuerungstaste? Das kann ich jetzt aber gar nicht gebrauchen.
Ich muss mal nach oben. Das ist doch aber eigentlich hoch genug da unten, oder? Was ist denn das hier? So, dann. Okay, ein bisschen Sand habe ich. Immerhin habe ich 109 Potassium schon mal wieder rausbekommen. Mhm. Das ist nicht viel, aber. So, Zement. Zement. Hä? Ja? Was ist denn jetzt? Ich schmeiße dir nochmal neuen Zement. Mein ganzer Chat ist verschoben. So. Hi, Palain. Grüß dich. Steiner. So. Well? Ich habe die Mill gesetzt und nebendran die Stahlpresse. Guckst du mal? Ich dir zeigen? Ja. Hier, hier, hier. Ja. In dieser Mill, in diesem Ofen hier, wenn du da reinklickst, da habe ich Frames gesetzt. Ja, noch nicht anmachen. Du siehst links die Stahlpresse, die wir jetzt haben. Das Grüne, ne? Das Grüne. Da kannst du nicht reinklicken, wie du siehst, ne? Das geht gar nicht. Ach so, ja, okay. Du kommst nicht rein. Power. Ja, du musst, ja, genau, du musst die Mill jetzt anmachen, dann kannst du links in die Presse rein und sehen, was man da bauen kann. Ach so, okay, ja. Okay. Mach mal gerade, dass du es mal siehst. Ja, turn on. Na? Ne, ich kann in die Presse jetzt gerade nicht. Ah, jetzt, operate this machine. Dann meiner Arm, okay. Mechanischer Bergbauarm oder was ist das? Mhm. Miner Base? Nee, ich habe nichts zum Sniper in Genie, leider nicht. Und da ist der Radio Tower. Ah, 100 Forged Iron Light Bulb. Oh, den können wir doch schon mal herstellen, oder? Ja, dafür brauchen wir Strom. Also Strom ist unser Ding. Wir müssen dann, ist nachdem egal. Wir haben hier noch ein paar Batterien. Okay, zwei, drei sind leer. Hm. Sawblade können wir hier herstellen für eine Kreissägen-Schlagwaffe. Die ist geil. So, so. Aber das ist der Radio Tower, der ist riesig. Ja, der ist riesig. Aber es wäre praktisch, nehmen wir mal den irgendwie, oder? Warte mal, wir haben doch noch einen Motor, haben wir noch über, oder? Ach, wir haben doch hier drei Motoren, du. Ja, wir brauchen aber auch das Grundgerüst, um es zu bauen. Eine Generator Bank? Nö, haben wir doch auch schon gehabt. Haben wir schon? Nicht? Haben wir? Haben wir nicht? Oder ne, die kann ich doch herstellen. Weiß nicht. Generator Bank könnte ich herstellen. Ich hab sie gelernt. Ah, warte, lass dich nicht blicken, lass sie einfach sterben. Ja. Ich hab sie gelernt. Pass auf, ich mach die mal fertig, ne? Die Generator Bank. Mach sie fix und fertig, ja. Wir brauchen Forged Iron und zwar echt eine Menge. Ich zieh das mal links raus. Forged Iron. Ich mache jetzt mal 200 Forged Iron. Mhm. So, ich kann Stahl herstellen. Ich brauche aber für Stahl Kohle. Zement muss mal eben warten, dann links. Kohle. Wir brauchen Eisen. Wir brauchen viel Eisen für Stahl. Der Boiler darf nicht leer werden, während in der Mill gebaut wird. Ja, das weiß ich. Wofür hast du denn jetzt diese Röhren gebraucht, diese vier, die ich dir... Hätte ich gebraucht, wenn ich das Ding nicht direkt nebendran gesetzt hätte. Ah, okay. Aber wir brauchen nachher die Röhren, wenn wir... noch andere Dinge damit verbinden, mit der Leitung. Okay, ich bleib jetzt mal dann doch über Nacht oben. Ich muss mich dringend hier mal erholen und essen und trinken und sowas. Das ist gerade mal ganz wichtig. Dass ich hier mal ein bisschen psychische Gesundheit wieder dazu kriege. Ich habe schon diesen Panik-Smiley. Naja, der ist eigentlich ein Glücklicher, aber der sieht da so ein bisschen panisch aus. Alles klar. So, was wollte ich gemacht haben? Generator Bank, ne? Mhm. Genau. Mal rüber. Generator. Ich dachte, wir hätten schon irgendwo eine gehabt. Aber ist egal, ich stell's eine her. Nee, ich wüsste jetzt nicht wo. Ja, wahrscheinlich war es echt nur das Buch, was ich mir mal gekauft habe oder sowas. Guten Abend, Sven.
Dann packst du drei Grübel, ach, grüne Motoren rein. Naja. Obwohl zwei reichen wahrscheinlich auch, weil die Motoren liefern eigentlich immer sehr viel Sprit, während alles andere sehr wenig Sprit kostet, habe ich das Gefühl, ja. So. Wer Solo, das ist die Starvation Mod. Der Boiler muss natürlich durchbrennen. Das machen wir. Wir werden diese Antenne erst herstellen, wenn wir genügend Brennholz haben. Und dann funktioniert das auch. Woodframes, ne? Dann reinpacken. Ja, Woodframes auf jeden Fall. Die wird wahrscheinlich sehr lange brauchen, ne, bis die hergestellt ist. Ja, ja, ja. Da sollte der dran, der Quicker Crafting am höchsten hat. So. Ja, ich habe Quicker Crafting auf 3 von 5. Ich habe es auf 3 von 5. Die ist immer noch draußen, ne? Diese blöde. Ich habe 4 von 5. Ne? Ja. Was? Echt? Ja. Du bist ja von der schnellen Sorte, was? Mhm. Mhm. Ja, dann mach du. Okay. Die Generator Bank ist in 10 Sekunden fertig. Hör mal, ich pack mal die anderen Sachen hier unten wieder rein. Die elektrischen Teile und sowas. Da gehe ich mal wieder runter, was? Ich nehme mir mal eine Grünpflanze mit hier, okay? Ja, da fällt mir ein, ich könnte auch mal anfangen, wieder was zu pflanzen. Warum stirbt die nicht in den Spikes? Die steht wahrscheinlich davor und wartet, bis einer rausguckt. Die hält uns richtig für dumm, oder? Ich hatte oben gepflanzt, ich erinnere mich dunkel. Hast du Essen und Trinken? Bist du voll? Hast du da richtig für dich? Mir geht's gut, 96 und so und mir geht's gut, ja. Okay, du hast eine Schaufel dabei, du hast Spikes dabei, du hast Forged Iron Ersatz dabei. Gut. Ja, habe ich. Gut, 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 gut. Dann ist dir nicht zu helfen. Alles klar. Dann gehe ich mal. Mir ist nicht mehr zu helfen. Ich gehe mal runter. So, und ich habe mir irgendwo hier eine... Ich stelle mir jetzt hier auch eine Grünpflanze hin, damit ich es hier ein bisschen netter habe. Und dann... So. Fast ist es durch. Ich will eine Mine finden, ich will hier unten auf Metall stoßen, das wäre echt wichtig mal für uns. Hey. Muss ich die Grünpflanze sehen, wirklich? Reicht es nicht, wenn die hinter mir steht? So kann ich ja keine gute Laune kriegen. So. Aber wahrscheinlich, falls es dunkel ist, ne? Du machst einen Kanarienvogel mit da unten im. Ja, ja. Die hat man mitgenommen, um festzustellen, ob irgendwo Gas austritt oder ob CO2 zu hoch ist, ne? Ja. Ja, Gravel! Gravel! Sehr schön. Gravel. Warum auch immer ich das jetzt gemacht habe. Jo! Metall. Blei. Okay, nicht das, was ich suche, aber besser als nix. Wenigstens Metall. Weißt du? Mhm. Warum stirbt die Alte nicht? Verstehe ich nicht. Die ist immer noch da draußen, ne? Ja, aber ich frage mich, wo sie steht, dass sie da sicher steht. Was haben wir übersehen? Sind da wirklich wieder, hast du da wieder neue Spikes rangepackt hinten? Ja. Ums Haus, ja. Es kann aber sein, dass sie nicht beim Haus steht. Es kann sein, dass sie bei den Säulen steht und da Maulaffe-Pfeil hält. Und da steht sie sicher. Das stimmt allerdings. Clay fällt mir und ein Crucible fällt mir. Oh Gott, und der braucht so viel Scheiße. Den kann man aber herstellen, den Crucible. Ja, Forged Iron 40, 1200 Steine, 900 Clay. Leck mich am Arsch, ey. Ist das teuer. Oh, das können wir uns gar nicht leisten. Also ich habe hier unten eine Bleiader gefunden. Das ist irgendwie ein bisschen blöd, weil Blei ist jetzt das, was wir nicht unbedingt brauchen, aber... Mhm. Sand haben wir gebraucht, ne? Wo ist denn die gute Schaufel? Die ist oben in der Schublade, in der Kiste. Untere Reihe irgendwo. Die untere Kistenreihe irgendwie. Ah ja.
Aber Sand bringe ich ja jetzt auch ein bisschen mit, weil ich hier halt auch immer wieder auf Gravel-Adern stoße. So, und Apis, danke für den Follow und danke für den Host. Du bist spät dran. So, oh, schön, dass du noch da bist. Okay, dann wollen wir mal hier mal ein bisschen rumgraveln. Irgendwas stirbt jetzt gerade da. Mhm. Das klingt aber auch nach mehr Zombies, oder? Kann sein, eine kleine Horde oder sowas. Wo bist du unterwegs? Ich bin jetzt oben im Haus, gehe jetzt gleich runter, mach die alte platt und dann fahre ich los Sand holen. Okay. Ja, Sand schnappst du am besten irgendwie einfach so einen Weg mit Gravel, weißt du? Weil Wüste haben wir noch nicht gefunden. So, die Schreierin ist tot. Hm. Die ist da draußen einfach nur rumgelaufen. Ich höre eine Horde kommen. Ich bin südlich vom Haus. Die muss hier gerade bei mir entlanglaufen. Ich höre eine Horde kommen. Ich wollte dich nur vorwarnen. Jo, alles klar. Also ich habe schon wieder 341 Sand. Ich glaube, kannst dir sparen irgendwo so, dass du vielleicht... Mhm. Ja, wo 300... Kommen wir auch nicht lange mit hin mit dem Sand, ne? Aber... Mhm. Bis bald, Starluster. Ach, du hast eben selbst aufgenommen. Okay. Ja, ist ja auch ungewöhnlich, dass wir am... Übrigens, nächster Stream dürfte wahrscheinlich am... Wir versuchen mal nächsten Sonntag anzupeilen. Nicht morgen, sondern... Ist Sonntag. Immer noch da. Wo ist die? Ist die im Haus? Drüben in unserem Zweithaus? Das kann natürlich Nein, auch sein. In unserem Haus. Unten drin. In unserem Haus. Da dürfte sie eigentlich nicht drin. Nee, da bin ich ja runtergegangen. Ah nee, sie ist gerade in Spikes gestorben. Vorschriftsmäßig. Dafür haben sie ja gebaut. Ja. Gut, alles klar. Läuft mit den Spikes. Okay. Ja, eine Bleiader ist ganz cool, aber Eisen wäre jetzt auch nicht so schlecht gewesen. Jetzt nehmen wir mal die Waffenteile. Es regnet wie die Sau. Wollte eine gute Schrotflinte finden. Dann lohnt sich das vielleicht auch mit dem Blei, aber jetzt gerade ist nicht so... Ich hab das gelesen. Du, Painkiller sind rar. Du kannst ja nicht herstellen. Also ich würde offen gestanden, auch dafür würde ich hier keinen Painkiller verschwenden. Mit den Horden, mit denen wir spielen, würde ich nicht einen Painkiller einwerfen, nur damit ich weitergraben kann. Das würde ich nicht tun. Das ist, glaube ich, eine ganz schlechte Idee, dafür einen Painkiller rauszuwerfen. Dafür ist das zu schwierig, was wir hier machen. Jetzt könnte man einen Painkiller benutzen. Was ist das denn da? Ich habe Salz bekommen? Ja, ja, ja. Das Salz sieht, ist so bläulich und sieht ein bisschen aus wie Asphalt. Daran kannst du es erkennen. Salz ist ganz wichtig. Ach, das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Ja, das ist ein Salzohr. Dieses Ohr können wir knacken, aufspalten und zu Salz umarbeiten. Gibt, glaube ich, 20 Salz pro Ohr. Okay. Ganz wichtig. Schön aufheben, nicht wegschmeißen, festhalten und liebhaben. Ja, okay. Festhalten und liebhaben. Ja. Boah, ich werde hier noch an Gravel sterben, habe ich das Gefühl. Also, du Sand besorge ich uns gerade. Ich habe hier echt viel Gravel gerade. Okay. Okay, dann tue ich die Schaufel wieder weg. Kannst du ein paar Fackeln machen da oben? Hast du keine Lampe? Doch, aber Fackeln sind schöner. Nein, wir haben drei Fackeln haben wir. Ja, ich muss das nicht, ich muss das hier mal machen. Ich kann auch kiloweise Fackeln machen. Ja, mach mal C, obwohl, ja, doch. Wir machen damit die Heatmap nach oben, ne? Ja, ich weiß, ist mir gerade auch aufgefallen. Gut, dann haben wir es besprochen. Also normalerweise kein Problem, finde ich. Ich habe uns mal 7 Kaffee gemacht.
Dann kannst du mal testen, ob der Kaffee wenigstens eine Auswirkung hat auf das Graben und Hacken. Packe ich in die Essenskiste. Hol ich mir mal eben ab, du. Alles klar. Alles klar. Ich fahre die Ernte ein. Bevor sie uns noch mehr kaputt geht. Also die Kaffeebohnen hast du da reingepackt, ne? Nein, fertigen Kaffee. Fertigen Kaffee. Irgendwo links. Da unten, alles klar. Okay. Ich nehme mal die Hälfte mit. Nö, ich nehme mal ein, zwei. Ich nehme mal zwei mehr mit. Ich nehme mal. Okay, manche werden eben früher fertig. Das andere braucht noch. Nimm lieber 20 Fackeln, das bringt Loot. Das Problem ist, wir wollen jetzt ja nicht noch mehr. 19 Erdbeeren, 66, das ist cool. Wo sind die Was denn? Fackeln waren. Drei Stück hatten wir hier irgendwo, ne? Ja, die sind hier in der Kiste. Ja, waren welche? Von den 12. Unterm Lagerfeuer, auf der rechten Seite. Ah, da. Ja, da nehme ich erstmal die drei. So, machen wir das Salz. Wird nicht schlecht, ne? Das, ja, nee, das wird nicht schlecht. Dann packe ich das hier unten rein. Hm. So, Sand. Sand und Steine brauchen wir. Ja, packe ich dir. Ich habe 718 Sand und 1130 Steine. So, jetzt gehe ich auch mal hier runter. Wir brauchen neuen Zement, ne? Ja. Oh, hier sind wir direkt auf dem Boden der Tatsachen. So, 283. Du, 414 Concrete Mix haben wir da aber schon wieder, ne? Ja, gut. Ich kümmere mich. Und ich habe gerade Neues hergestellt. Also läuft gerade. Das ist. Wir müssen auch mal Dünger ansetzen. Potassium ist hier nicht drin. Ist in der Waffenkiste, müsste das rechts oben sein, das Potassium. Denke ich mir. Ich nehme mal die Hälfte raus, den Rest brauchen wir für, wahrscheinlich für Antibiotika und sowas. Wo ist Erde? So. Was? Nur leicht verändert? Höre. Wir haben den Game Stage, haben wir 3700. Leicht verändert, ja. Ganz ja. Leicht. Sowas von leicht. Oder vielleicht auch sonst. Vielleicht ist er mittlerweile über 4000, das wissen wir nicht genau, aber. Nö, das lässt sich schlecht sagen. Wo ist denn Erde? Haben wir nicht noch Erde? Da oben ist ja, Erde. Ja, doch, wir haben ganz viel Erde. Ja, gefunden. Forrester gefunden. So. Jetzt stellen wir erstmal Potassium her, und zwar hier aus dem Schimmelscheiß. Und jetzt aus dem. Das war's schon wieder. Okay, wir brauchen Potassium. Da ist ja nichts mit viel. 200 habe ich hier irgendwo rausgeholt, Potassium. Hier, 69 liegen hier. Ja. Ich pack's jetzt mal in die Waffenkiste neben die Kohle, ne? Da ist das Potassium drin. 69 und im Moment, wir hatten aber mehr. Ups, ich hatte 200 habe ich rausgeholt schon. Ich habe irgendein Bedroll aufgenommen. Ich schmeiße mal auf den Boden. Da liegt er. Du musst ihn mal wieder setzen. Irgendwo hinlegen. 200 hatte ich aber. 200 Potassium hatten wir aber, glaube ich. Mhm. Hast du denn was rausgenommen an Potassium? Da ist eine Generator. Oh, da hat sich das aufgelöst. Wie viel Potassium hast du eben rausgenommen? 100, gar nichts, 200. Die Hälfte von dem, was drin war. Okay. Fragt mich nicht, wie viel das ist. Ist in der Chemiestation noch fertiges Schießpulver? Das weiß ich nicht. Wo ist denn die Chemiestation hier? Achso, nebenan. Achso, warte mal. Ja, da sagst du was. Wenn die noch existiert. Ich geh mal kurz nach nebenan. Oh, da sagst du was. Ich habe da doch angefangen, Sachen herzustellen in der Chemiestation. Ah ja, hoffentlich ist es noch übrig. Das ist ein Sauwetter da draußen, ne? Ja, super Lootwetter. Ja, die Chemiestation ist hier. 697 Gunpowder haben wir. Okay. So, haben wir jetzt verbunden. Wo sind die Motoren? Yes! Sprit! Komm her, wo ist Sprit? Mehr Sprit haben wir nicht mehr. Können wir das Barrel zerlegen? Chemiestation, lass mich raten.
Moonshiner. Mist. Was denn? Okay. Wir können den Sprit nur in Moonshiner zerlegen. Wir brauchen dringend Sprit. Ja, wie gesagt, andere Startautos zerlegen, kriegen wir noch neue Motoren, aber weißt du... Was hattest du jetzt alles angeschlossen an die Battery Bank? Nur die beiden Scheinwerfer. Okay. Die kannst du auch wegnehmen, die Batterien, das ist egal. Also. Nee, ich habe da jetzt unsere Generatorbank nebendran geklemmt, als Übergang zu der Battery Bank. Das heißt, solange der Generator läuft, werden alle Batterien geladen. Nee, die Batterien lädst du, glaube ich, nur mit Solarstrom. Ist das sicher, dass du mit den Batterien auch sowas, mit aber sowas von sicher, aber tausendprozentig, aber sowas von tausendprozentig sicher. Okay, ja gut, sicher, ja. Wenn dann ist leere ja super. Leere Batterien auf jeden Fall in die Batteriebank, denn die werden jetzt durch die Generatoren geladen. Und dann werde ich nach oben Strom ableiten und ein Solar... Dann würde ich aber hier die besseren Batterien dafür nehmen, dann pack mal da neue Batterien rein. Wenn die weil beschädigt zwei, sind? Zwei waren schon kaputt irgendwo. Ja, also ja die zwei beschädigt, pack sie rein, pack sie rein, beschädigte als rein. Nee, wir ich haben ja volle. Wir haben ja zwei grüne, zwei... Ja. Also mach du mal bitte. Okay, also okay. Wir haben ja hochwertige Batterien. Weil die billigen, die können wir lieber mal scrappen oder beim Händler verkaufen, würde ich sagen, oder? Wir haben ja ein paar hochwertige Batterien. Ja. So, also Gunpowder 679 haben wir jetzt wieder. Das ist gut, das ist sehr gut. So, ich geh nochmal runter. Ja, das ist nicht das, was ich wollte. Aber wir müssen schon wieder Tschüss sagen. Unglaublich. Also wir suchen in der nächsten Folge, suche ich auf jeden Fall das Licht gegen die Insekten. Und dann können wir da oben richtig loslegen mit der Farm. Weil wir müssen ja mal zur Sache kommen. Aber wir müssen Schluss machen. Ja, guck mal auf die Uhr. Ja, das stimmt, da hast du recht. Okay, bis dann. Tschüss.